Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Run Podcast. Heute zu Gast einer der erfolgreichsten Unternehmer, die die Metropolregion vorzuweisen hat. Das Unternehmenslogo ist nicht zu verwechseln mit dem Logo der Spielvereinigung Greuther Fürth, denn das Kleeblatt hat nur 3 Blätter. Wir sprechen hier vom vierblättrigen Kleeblatt. Uwe Faeser von der gleichnamigen Faeser Graf Gruppe. Uwe, schön, dass du da bist. Servus. Ja, danke schön. Freut mich, dass du mich eingeladen hast. Ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Klar, die Faeser Graf Gruppe ist vielen, vielen Leuten ein Begriff, aber zu Beginn wollen wir vielleicht ein bisschen mit was Aktuellem einsteigen. Heute Freitag, der 13. Ich weiß nicht, bist du ein abergläubischer Mensch, glaubst du an so? Eigentlich gar nicht. Gar nicht? Nee, wirklich nicht. Okay, also kein schlechtes Omen, kein schlechtes Vorzeichen für diese Podcast-Aufnahme hier am Freitag, der 13. Ja, ganz witzig, jetzt habe ich in der letzten Folge mit einem Immobilienexperten gesprochen und da ging es auch darum, dass wir gesagt haben, eigentlich ist das Auto aus Investmentsicht eines der schlechtesten Investments, das man machen kann. Und jetzt sitzt du hier, jemand, der sein ganzes Business darauf aufgebaut hat, dass Menschen eben in Autos investieren. Gut, du musst natürlich einsehen. Erstmal brauchst du natürlich das Auto. Das ist ja immer noch mit Abstand das beliebteste Verkehrsmittel. Ja. Und gerade wenn du natürlich im Land wohnst, hast du ja gar keine andere Möglichkeit. Viele sind natürlich auch oder auch Pendler auf das Auto angewiesen. Das ist das eine natürlich. Gut, Kapitalanlage, muss man fairerweise sagen, ist es natürlich jetzt nicht ganz, ganz große, da hast du recht. Ja, ja. Aber du weißt, ich habe ja auch eine Kinderstiftung und eine Oldtimer-Sammlung. Wenn du da natürlich entsprechende Oldtimer hast und es sind die richtigen, dann glaube ich, machst du mit Oldtimern heute, wenn du dir da die Wertsteigerung anschaust, auch nichts falsch. Also ist es eigentlich schon auch, wer das will, eine Kapitalanlage. Und bei Autos ist es natürlich so, da spielen natürlich auch viele Emotionen eine große Rolle und gerade in dem ganzen Sportwagenbereich oder Cabrio, also das ist natürlich auch ein bisschen so just for fun, also das darf man natürlich auch nicht vergessen. Also das ist sehr, einmal das Kommerzielle, sicherlich gar kein Thema, aber das ist halt auch ein bisschen sehr vielschichtig anzuschauen. Ne? Ja klar, für viele natürlich nach wie vor Statussymbol auch, ne, das Auto. Ich meine, wer will nicht ein schönes Auto fahren? Klar. Spielt natürlich auch eine Rolle, machen wir uns nichts ganz klar. In der Gesellschaft will natürlich jeder ein vernünftiges Auto fahren und Gott sei Dank ist es ja so und da lebt natürlich auch die deutsche Automobilindustrie, dass wir eben wirklich tolle Premium-Produkte haben, was ich Mercedes, BMW, Audi, gerade in dem Bereich, die natürlich auch weltweit sehr erfolgreich sind und mittlerweile ist ja der größte Markt nicht mehr Deutschland, sondern China und da sind die auch sehr erfolgreich und das hilft uns natürlich eigentlich dann allen. Na ja, klar, so ein Auto wollen sich viele leisten, muss man sich auch leisten, wenn man jetzt bedenkt, wie so Spritpreis-Thematik, wie das so ist. Ich war jetzt letztens an der Tankstelle in der Nähe von Neumarkt und habe getankt für 2,40 Euro. Also das ist natürlich verrückt. Das muss man mal ganz klar sagen. Also das ist, also wo das im Grunde genommen weiterhin führt, ist ein Wahnsinn. Und wenn man natürlich sieht, gerade die ganzen Pendler, die ja wirklich aufs Auto angewiesen sind und die Regierung macht da ja auch viel. Also es ist schon mittlerweile schon grenzwertig, also wie generell, sagen wir, die letzten Wochen und Monate, ja in vielen Bereichen ja, da die Kosten explodiert sind. Also da fragt man sich schon, ob das, wo das eigentlich hinführen soll. Ja, ja, vor allem, wenn der Sprit so teuer ist, ist natürlich die Überlegung auch da, E-Auto und so, ne? Also das sind Kosten, die man sich da einsparen könnte. Ich weiß gar nicht, ich habe dein Auto jetzt gehört zumindest, es war sehr laut, es ist kein E-Auto. Nee, kann ich schon mal verraten. Nee, also nicht wirklich, ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, ich jetzt auch nicht so der ganz, ganz mega E-Fan, da mache ich auch keine Hehl draus, weil ich finde halt so Autos, ich fahre jetzt momentan privat so ein Audi RS7, das ist natürlich auch Emotion, Sound und ich meine halt, wenn man so ein sportliches Auto fährt, dann gehört halt das auch ein bisschen mit dazu. Nein, klar, ja. Und das bietet halt der E-Auto nicht, obwohl man natürlich auch ganz klar sagen muss, die E-Mobilität, die steigt und das ist auch gut so. Und gerade wenn du natürlich jetzt in der Stadt bist oder kurze Strecken hast oder hast du die Möglichkeit, über eine Photovoltaikanlage auch das Auto dann zu laden, dann ist das absolut vernünftig, ein E-Fahrzeug zu kaufen. Aber das ist wie überall im Leben, das muss jeder für sich selber entscheiden und die E-Mobilität wird kommen, das kriegst du ja mit bei allen Herstellern, aber ich gehöre vielleicht auch ein bisschen zu einer anderen Generation und ich
freue mich noch über den Sound und über den Klang von so einem Sportwagen. Wie lang das nur geht, das steht natürlich in den Sternen. Klar. Ja, das bleibt spannend und auch witzig, dass du sagst, Generationensache, ne? Weil man sieht ja auch gerade eine Bewegung, also vor allem jüngere Leute sind ja auch viel auf E-Bikes, auf Fahrrad, genau. Ne? Vor allem dieses urbane Leben, wenn Leute in der Stadt wohnen, viele brauchen ja auch kein Auto. Das muss man ganz klar sagen. Also es werden perspektivisch die Zulassungszahlen nach unten gehen und das hat natürlich verschiedene Gründe. Erstmal ist es natürlich, wie es du gerade schon festgestellt hast, auch eine Kostensache, wenn du dich schaust, was heute generell von allen Herstellern so diese Fahrzeuge kosten. Und es ist natürlich dann schon, egal ob es die Steuer ist, die Versicherung, die Anschaffung selber. Freilich gibt es da tolle Leasing- und Finanzierungsmodelle. Aber das muss man sich schon wohl überlegen. Und da gibt es halt mittlerweile Carsharing-Modelle zum Beispiel. Und viele sagen halt, wie du richtig sagst, die sagen, Mensch, ich bin jetzt in Nürnberg und brauche nicht unbedingt ein Auto oder zumindest nicht jeden Tag. Und die kaufen natürlich dann keins mehr. Aber Gott sei Dank ist das Auto immer noch Deutschlands liebstes Kind. Das muss man ganz klar sagen. In einem durchschnittlichen Haushalt sind 3 Autos. Ja, von der Mutter, 3 Autos im Durchschnitt? 3. Naja, der Vater hat in der Regel 1, dann die Mutter zum Einkaufen und dann hast du natürlich auch Kinder, die dann oft 1 haben. Und da wird sich natürlich auch nicht so viel dran ändern. Aber es ist schon richtig, dass das Leben generell und auch das Autofahren wird jetzt nicht unbedingt die nächsten Jahre günstiger werden. Ja, bleibt spannend. Dann gehen wir auch gleich über in den zweiten großen Part von diesem Podcast. What is your business? Ich meine, die Feser Graf Gruppe oder du als Unternehmer bedarfst ja keine großen Erklärungen, wer du bist. Ich würde jetzt mal ganz kurz mal ein paar Fakten vorlesen, die ich auf Wikipedia gefunden habe. Die im Jahr 2000 gegründete Unternehmensgruppe betreibt Autohäuser an insgesamt 58 Standorten. Mittlerweile sind es 59, haben wir uns kurz vom Podcast unterhalten. Genau. Im Jahr 2019 generierte die Feser Graf Gruppe nach eigenen Angaben einen Jahresumsatz von 1,3 Milliarden Euro und es wurden 60.000 Fahrzeuge verkauft, 30.000 Neuwagen, 30.000 Gebrauchtwagen. Damit zählt sie zu den größten Automobilhandelsketten Deutschlands. Das sind jetzt Daten von 2019. Ich weiß nicht, inwiefern sich das jetzt groß verändert hat. Ja, das hat sich Gott sei Dank verändert, auch Gott sei Dank in die richtige Richtung. Okay. Also das ist sicherlich nur ein bisschen nach oben gegangen, muss man ganz klar sagen. Okay, also schon sehr, sehr beeindruckende Zahlen. Ne? Verrückt, wenn man bedenkt, dass diese Riesenerfolgsstory in der Motorradwerkstatt deiner Großeltern angefangen hat, oder? Genau, das ist richtig. Mein Opa, also der Walter Fies und die Charlotte, seine Frau, haben sich 1929 in Bernburg an der Saale, das ist bei Magdeburg, deswegen der Bezug, ich habe ja in Magdeburg und Bernburg Autohäuser, wie es halt so war, mit Motorrädern, Zweirad selbstständig gemacht, die beiden, und haben das dann entwickelt. Und dann kam natürlich das Auto dazu, dann kamen die Wehrmachtsfahrzeuge dazu. Also Bernburg war ein sehr großer Wehrmachtsstandort. Und so hat sich das im Grunde genommen entwickelt, dass der Opa und die Oma das aufgebaut haben. Und dann ist der Vater ins Unternehmen gegangen. Wir mussten es im Grunde genommen leider flüchten damals, Krieg verloren. Und der Vati war dann lange Jahre bei Audi. Der Vati hat bei Audi gearbeitet und hat sich eben dann in Schwabach selbstständig gemacht. Und dann haben wir eben in Schwabach mit dem einen Autohaus angefangen. Also das ist so der Ursprung von der Unternehmensgruppe. Und so hat sich das halt dann über die Jahre entwickelt. Du bist dann 1982 mit eingestiegen ins Family Business, laut der Website bei euch. Jetzt muss ich mal nachrechnen, da war ich 22 Jahre, richtig, genau. Ich habe die Meisterprüfung damals gemacht und ja, das ist korrekt. Gut, ich habe dann noch studiert, aber ja, richtig aktiv ein bisschen später, aber sagen wir schon im Unternehmen und ich habe dann eben mein Studium noch gemacht, aber das ist schon richtig so. Gibt es in solchen Familienbetrieben, ich meine, man kennt sie, egal in welcher Größe, ne, vor allem hier in Franken ist das ja ein sehr, sehr häufiges Phänomen. Gibt es da überhaupt eine andere Option als Sohn, als zu sagen, man steigt jetzt ein in das Family Business? Also hätte aus Uwe Feser jemals was anderes werden können? Nee, ich kann auch nichts anderes. Also das muss ich ganz ehrlich sagen. Und mir macht das auch Freude. Und ich muss sagen, das war auch schon immer, auch als, da haben wir ja ein Autohaus noch gehabt in Schwabach, mein Vati. Und da war ich immer als Kleiner mit dabei und habe dann die Prospekte beklebt. Und am Samstag war ich mit dabei und dann bin ich so langsam. Und es hat mir immer auch Spaß gemacht. Und dann war ich ein bisschen älter, dann habe ich schon ein bisschen Auto repariert. Dann habe ich die ersten Autos dann verkauft am Samstag, Gebrauchtwagen.
Und so hat mir das schon immer Spaß gemacht. Und mein Vater hat mir das auch offen gelassen, muss ich auch gerade. Also okay. Wenn der gesagt hat, Mensch Uwe, willst du jetzt Architekt studieren, hätte ich das auch machen können. Und das hat mir eigentlich schon immer Spaß gemacht. Und dann habe ich die Möglichkeit gesagt, okay, ich will den Beruf im Grunde genommen auf jeden Fall machen. Habe dann bei Daimler-Benz, Kepner, mittlerweile gibt es den leider nicht mehr, habe bei Mercedes gelernt und habe eben dann so im Grunde genommen mich im Autogeschäft quasi das aufgebaut und weiterentwickelt, dass das natürlich einmal solche Dimensionen hat, weil ich bin ja im Verhältnis zu den anderen auch eine sehr junge Unternehmensgruppe. Also wenn du dir die ganz Großen wie anschaust, die sind auch viele, natürlich viele älter, ehemalige Großhändler. Also wir haben da schon die letzten Jahre, gerade mit der Familie Graf, dann wo wir fusioniert haben, haben da schon eine tolle Entwicklung. Du hast es gerade schon angesprochen, das ist dann natürlich der größte Meilenstein, wenn man so mag. Ne? Also 2000 Zusammenschluss mit Wilhelm Graf und Dr. Zemsch zur Kaiser Graf-Gruppe. Vielleicht magst du da mal erzählen, wie kommt überhaupt so ein Zusammenschluss dann zustande? Gut, es war natürlich in dem Wirtschaftsraum schon eine Wettbewerbssituation. Da gab es Feser, ich war also mehr im Süden, nämlich in Schwabach. Und dann gab es natürlich die Nopitstraße, die gibt es ja heute noch in der Heisterstraße, da ist jetzt auch die Zentrale. Die Nopitstraße war sehr stark. Dann die Familie Graf in Fürth, Pillenstein und Kraus. Und diese fünf, also die haben sich natürlich schon, mein Autogeschäft, das kriegst du ja mit, ist ja kein leichtes Geschäft und sehr preisgetrieben. Da war ein wahnsinniger Wettbewerbskampf und dann hat man gerade so in den Jahren, haben auch die Hersteller das sehr forciert, ob man denn die Möglichkeit hat, quasi fusionieren. Und da hat man Gespräche geführt, sowohl damals mit Kraus noch, als auch mit Pillenstein. Und ich bin eben dann, sagen wir mal, zu dem Entschluss gekommen, dass einer Dr. Zemsch und ein Willi Graf, ist ja wichtig, das Zwischenmenschliche, dass die einfach da am besten zu uns passen. Und so haben wir gesagt, okay, wir schließen uns zusammen zur Feser-Graf-Gruppe, haben natürlich eine entsprechende Größe, dann Synergien, besseren Einkauf. Und so hat sich das eigentlich entwickelt und das war sicherlich der Meilenstein und wahrscheinlich auch mal beste Entscheidung, weil wenn du allein als Einzelkämpfer, wird es natürlich auch immer schwieriger, ganz klar. Ja, glaube ich. Ja, klar, also das Wirtschaftliche ist das eine, du hast es gerade schon gesagt, ne, das Zwischenmenschliche ist ja vor allem bei so einem Zusammenschluss dann auch entscheidend, weil man holt sich halt Leute mit ins Boot, die dann auf einmal auch Entscheidungsmacht tragen, ne, die dann auch mitbestimmen können. Hattest du da jemals Angst, dass du denkst, irgendwie das könnte sich vielleicht in eine falsche Richtung irgendwie begeben, weil auf einmal ist der Name Feser dann eben halt Feser Graf, ne? Ja. Also dein zweiter. Nee, nein, also ich finde es sogar gut, muss ich ganz klar sagen, und ich werde alles wieder so machen. Ich habe das ja häufig, Feser Graf, Feser Joachim, Feser Biemann, Feser Richter. Ich bin da großer Freund von, weil ich finde, erstmal tut man auf mehreren Beinen besser stehen, wie auf einen. Und dann musst du dich einsehen, wenn du dir die Märkte anschaust, jetzt Erlangen zum Beispiel, das macht jetzt den Herrn Biemann, sein Sohn schon, der Manuel oder beim Graf die Töchter, ist natürlich immer toll, weil der Uwe Feser, muss man schon sagen, ist Hauptgesellschafter und natürlich auch in der Endkonsequenz natürlich dann auch der Entscheider. Aber ich finde das sehr gut und es nimmt mir auch viel Arbeit ab. Wenn natürlich ein Unternehmer an dem Unternehmen oder ein Gesellschafter beteiligt ist und weiß, mir gehört eben ein gewisser Prozentzahl von dem Autohaus, der tut sich ganz anders natürlich identifizieren, der kümmert sich, steht sein Name drauf, nimmt mir natürlich auch, muss ich ganz klar sagen, viel Arbeit ab, weil ich mich natürlich dann um diese Märkte auch ja weniger kümmern muss. Und also ich muss sagen, ich finde man muss natürlich damit umgehen können, aber ich habe mit jedem Gesellschafter ein sehr wirklich freundschaftliches Verhältnis, nie ein böses Wort. Man setzt sich zusammen, man hat ja die gleichen Interessen, man möchte natürlich das Unternehmen nach vorne bringen und ich hätte heute bei weitem nicht die Größe, wenn ich da ganz allein als Uwe Feser, Einzelkämpfer. Und ich finde es auch besser, ich habe ja zwei Kinder, dass man, wenn man denen dann mal die Unternehmensgruppe, die führen die beide fort, Gott sei Dank, dann finde ich es einfach auch besser, wenn das einfach auf mehrere Schultern aufgeteilt ist. Ich habe da einfach ein besseres Gefühl dabei. Ja, und ich würde es absolut
musst du natürlich auch der Typ zu sein. Manche wollen das nicht, aber ich würde das absolut wieder so machen. Ja, klar. Du hast es gerade gesagt, da muss man der Typ für sein, genau. um dann auch teilen zu können. Genau, so ist wenn es. Man dann sagt, ich will einen kleinen Kuchen für mich oder den halben Kuchen von einem riesen, viel ja, größeren nein, Kuchen. Ja, nein, halt. Na gut, ich hätte das ja ohne teilweise auch nicht geschafft, muss man auch mal ganz klar sagen. Und nee, also ich finde das absolut gut so und warum denn auch nicht? Also das gibt es ja in vielen Unternehmen, wo es eben verschiedene Gesellschaften gibt. Da gibt's, muss natürlich klare Sachen müssen geregelt werden und gibt es entsprechende Satzungen. Aber ich finde dieses Konstrukt also auch für nächste Generationen toll, weil es kommt natürlich zum Beispiel beim Klaus Biemann in Erlangen kommt jetzt natürlich schon der Sohn, dann kümmert er sich mit dem Herrn Hartung, also mit dem Geschäftsführer in Erlangen und der Nächste macht eben dann Viertfamilie Graf. Es ist halt, dies wird halt einfach aufgeteilt auf mehrere Schultern. Ja. Und es ist natürlich auch sehr, wir haben also sehr große Kontinuität natürlich auch in der Unternehmensgruppe. Wir haben also fast keine Fluktuation auch von Mitarbeitern und natürlich auch nicht von Führungskräften. Mhm. Und wenn du natürlich dann auch in einem Unternehmen, wo beteiligt bist, dann ist das natürlich nochmal eine bessere Bindung. Und wie so gesagt, ich kann es nur wiederholen. Ich finde diese und ich bin jetzt demnächst, werden wir wahrscheinlich uns wieder noch ein bisschen erweitern. Und da sind auch Gesellschafter im Grunde genommen weiter dabei, die beiden Söhne schon. Und das hilft mir natürlich, weil ich mich natürlich um den Markt, um gewisse Details nicht so kümmern muss. Ich muss nur mal Kapital, das Know-how, die Zentralisierung, das muss ich zur Verfügung stellen. Aber dieses Operative, das machen dann die anderen und die können das wahrscheinlich besser wie ich. Ja, vor allem, da kommen ja dann auch zwei Unternehmenskulturen, wenn man mag, so zusammen. Ne? Das ist, glaube ich, die Sorge, die meisten haben, wenn sie sich über Jahre was aufgebaut haben. Dann holt man sich da auf einmal einen zweiten Partner mit dazu. Vielleicht tickt er ja ganz anders. Ich weiß nicht, wie lange kanntet ihr euch schon? Wie hast du sichergestellt? Vielleicht auch als kleinen Tipp für Leute, die das irgendwie gerade hören. Das Wichtige ist schon, wir kannten uns schon länger. Also A und O ist natürlich, dass du schon das Gefühl hast, das Bauchgefühl, du kommst mit diesem Menschen zwischenmenschlich klar. Hm. Ist der auf deiner Wellenlänge? Ist der dir sympathisch? Das ist also alles schön. Das ist das Gleiche, du heiratest ja auch keine Frau, die es nicht leiden kannst. Weißt, da tust du ja auch schon mal dich unterhalten und verlobst dich und arbeitest. Im Bestfall, ja. Genau, und arbeitest natürlich dich auch ein bisschen schon oder arbeitest vielleicht auch schon mal lose davor zusammen. Das habe ich mit dem einen oder anderen auch gemacht. Und dann entwickelt sich das und dann wächst da im Grunde genommen auch toll was zusammen und also das ist und da spielt es auch dann im Endeffekt, ob jetzt der eine mehr oder weniger wichtig ist im Grunde genommen, dass man beide im Grunde das Gleiche wollen. Es ist natürlich so, es ist wichtig, dass du natürlich in so einem Unternehmen, wie in einem DAX-Konzern auch oder was auch immer, muss natürlich einer der Hauptgesellschafter sein und der muss auch das Sagen haben. Deswegen kann man ja trotzdem einen kooperativen Führungsstil haben, das ist ja gar keine Frage, aber trotzdem, und das ist auch von den Anteilen, also ich habe immer, muss man ganz klar sagen, die Mehrheit, ich habe immer Minimum, immer mehr wie 50 plus, manchmal sind 60, manchmal sind 70, teilweise sogar 80. Und das ist eigentlich natürlich auch wichtig. Dann gibt es auch keine Reibereien. Ich muss natürlich dann auch meinen Kopf für hinhalten, wenn da mal was nicht so gut läuft. Ich nehme die Gesellschaft da mit, ich spreche das mit denen alles durch. Wir haben da in der Regel auch zu 99,9% immer den Gleichklang. Aber das ist schon auch wichtig, weil es gibt natürlich auch Firmen oder auch Familienbetriebe, ich sehe das ja auch dann oft einmal bei Kunden, wo natürlich 50-50 ist und in der Familie und der eine will das und der nächste will das oder auch bei Firmen, das ist schwierig und da bin ich, also wenn, muss es wirklich so sein und anders würde ich es auch nicht empfehlen und auch nicht machen. Es muss im Grunde genommen einer immer das Sagen haben und muss dann quasi final die Entscheidung fällen. Idealerweise natürlich immer in Abstimmung, dass man da immer alles abgestimmt. Ja. Und wenn eben mal was nicht hinhaut, dann muss man natürlich auch sagen, okay, da habe ich einen Fehler gemacht und dann stehe ich auch dazu. Ja. Also es muss immer 51-49 sein mindestens. Genau, so ist es. Genau, egal, ob das in den Immobiliengesellschaften ist oder in den GmbHs, das kann ich eben nur anraten, der operativ tätig ist. Es gibt natürlich auch Gesellschafter, ich sage auch, Mensch, Uwe, ich will da 30% oder was auch immer oder 20, alles gut.
mach, wie du das für richtig hältst. Ich möchte nur vernünftige Rendite, vernünftige Ausschüttung, einmal im Jahr. Weißt, da kommt es ja immer natürlich auf den Menschen darauf an. Ja, das muss man auch mal ganz klar sagen. Aber wie schon gesagt, bei uns ist es so, teilweise arbeiten die ganz toll operativ mit. Wir sind da sehr erfolgreich. Und es gibt eben auch Gesellschafter, die sagen, nee, das wollen wir nicht. Wir sehen das quasi nur als Kapitalanlage. Und das ist natürlich dann genauso in Ordnung. Na klar, jeder verfolgt seine eigenen Ziele. Genau, das ist absolut okay. Du hast gerade auch gesagt, ne, du hast das Stichwort operativ gebracht und seit 2015 bist du das ja offiziell nicht mehr operativ. Ja, ich bin natürlich, ganz klar, ich wäre jetzt nächste Woche 62. Ich habe die Unternehmensgruppe so aufgebaut und ich wäre, glaube ich, ein schlechter Unternehmer, wenn ich das nicht so machen würde, dass man nicht den Uwe Fieser unbedingt mehr braucht. Also bei mir ist es folgendermaßen. Ich habe bei weitem natürlich, ich arbeite nicht mehr so viel wie früher, mache ich auch gar kein Hehl draus. Und ich habe zwei tüchtige Holding-Geschäftsführer, einmal den Markus Kugler, der macht das ganze Operative, leitet ja die Fieser Graf Gruppe, und der Till Heinrich, die machen das Operative. Und habe ich noch Geschäftsführer, die sind nach Regionen aufgeteilt. Die wissen eigentlich, was sie zu machen haben. Und der Uwe Fieser, wir sprechen noch Sachen durch, aber sagen wir so, wo früher so dieses Operative und Tagesgeschäft, und da bin ich natürlich nicht mehr so im Thema, sondern es kommt jetzt eben langsam auch mein Katrin, mein Maxim-Unternehmen, und das ist eben mir wichtig. Das gibt ja dann oft, sagen wir mal, und Unternehmer, die auch nicht loslassen können. Also zu denen gehöre ich definitiv nicht. Muss ich also ganz. Es gibt auch noch was anderes und auch noch was Wichtigeres wie das Autogeschäft. Und wie so gesagt, alles zu seiner Zeit. Das war toll und es hat mir auch Spaß gemacht, macht mir weiter Spaß. Aber der Zeitaufwand wird immer weniger, muss ich ganz klar sagen. Na klar. Du hast auch gerade deine Kinder angesprochen, die arbeiten ja auch schon im Familienbetrieb mit. Ja, aber man muss dazu sagen, die beiden Geschäftsführer sind ja jetzt die ersten Geschäftsführer, die nicht den Namen Fieser tragen, oder? Ja, gut, ich sehe natürlich, man muss natürlich eins sagen, mein Katrin ist 27, mein Max ist 24, die sind natürlich auch zu jung. Also ich meine, die sind beide im Geschäft. Mein Katrin macht die ganze Digitalisierung mit der Fieser Graf Gruppe, das ganze Leads-Management, das gefällt ihr und das macht sie auch ganz erfolgreich. Und Marketing. Aber hat einen Bachelor. Mein Max hat auch den Bachelor. Der ist jetzt bei uns verantwortlich für Seat Cupra. Da kümmert er sich drum. Ist momentan in der Gottfried-Schulz-Gruppe. Dass er auch mal was anderes sieht. Dass er mal sieht, Mensch, wie macht der andere große Unternehmensgruppe das? Und das finde ich auch gut so. Die können sich in aller Ruhe entwickeln und haben jetzt ihre Bereiche, haben die Verantwortung nicht. Und irgendwann, wenn sie das sicherlich mal wollen, dann können sie auch, sagen wir mal, in Führungspositionen, die müssen ja dann auch Geschäftsführerausbildung machen und. Mhm. Dann können sie das, wenn sie das wollen, können sie das selbstverständlich mal mehr operativ machen. Oder man kann sagen, okay, das müssen die beiden entscheiden, das wollen wir weniger. Dann habe ich Gott sei Dank mittlerweile eine Größe, wo ich sage, okay, es läuft auch ohne jemand aus der Familie. Ja. Die haben eben dann mehr so eine Controlling-Funktion. Ja. Das ist so meine Vorstellung. Jetzt hast du gesagt, bei dir war es so, dein Vater hat dir damals die Freiheit gelassen. Hättest du jetzt Architekt werden wollen, dann wärst du Architekt gewesen. Genau. Wie ist es bei deinen Kindern? Bist du enttäuscht, wenn die vielleicht in ein paar Jahren sagen, ja, war cool, Papa, danke für die Einblicke, aber es das ist nichts für mich. Also da habe ich bei beiden, gar keine Sorge. Okay. Und da war es eigentlich ähnlich. Das war auch nie ein Thema. Die durften das machen, schon immer, was sie wollten. Ich habe zu meinen Kindern ein ganz tolles Verhältnis und dann hat sich das halt ein wenig so rauskristallisiert. Und die Katrin, der interessiert halt mehr so das Internet, Digitalisierung, die ganzen Bereiche, das gefällt ihr jetzt mehr. Und der Max ist halt ein wenig so der Verkäufer von dem Herrn. Dem gefällt natürlich alles, was mit Auto, der kümmert sich jetzt sehr stark auch in Schwabach um Seat, um Cupra. Also der ist jetzt für so eine kleine Marke. Das Cupra ist natürlich ein tolles Produkt natürlich. Die Jungen, die fahren natürlich auch sehr viel den Formentor, den Cupra, wie sie heißen, und Elborn. Und das lebt der Junge und das merkt man auch. Man merkt natürlich auch, und das ist doch das A und O. Wenn das Geld ist, das eine, sicherlich müssen wir das alle haben, wir müssen ja von was leben. Aber wichtig ist doch eins, dass dir der Beruf
dass der dir Spaß macht, dass die das mit Freude machen. Und das Gefühl habe ich total. Und wenn ich das Gefühl nicht hätte, dann würde ich sagen, du Katrin, Max, dann macht was anders. Hm. Ist doch gar kein Thema. Hm. Okay, okay. Auf eurer Website sind Unternehmensleitlinien gelistet. Ja. Und das ist einmal effiziente Geschäftsprozesse und stetige Innovationsbereitschaft. Und vor allem das Zweite, diese Innovationsbereitschaft, war ja sehr gefordert, ne, in der ganzen Automobilindustrie mit dieser ganzen E-Mobilität-Bewegung. Jetzt hat man vorhin schon drüber gesprochen, du bist jetzt nicht der größte Fan von E-Mobilität, ja, ohne da jetzt irgendwie groß was dagegen zu haben. Nein, komm, aber hast du vielleicht auch Zahlen im Kopf, weil das interessiert natürlich auch viele, dass man sagt, so, wie viele E-Autos werden denn verkauft im Na gut, ich kann das so, muss man ganz klar sagen, es werden im Grunde genommen, momentan siehst du ja, du kriegst es ja mit von den Lieferzeiten, Halbleiter, also die Autos kommen nicht auf die Straße. Aber wenn du dir jetzt rein jetzt einmal die Auftragseingänge anschaust, das sieht man jetzt noch nicht in den Zulassungszahlen, dann kannst du ganz klar sagen, dann hast du 60-70% hast du mittlerweile wirklich schon E-Fahrzeug oder natürlich Hybrid, muss man ganz klar sagen, der Hybridanteil ist sehr hoch und du hast ungefähr nur noch einen Drittel, wo du sagst, okay, fossile Brennstoffe, eben den Diesel. So krass schon, okay. Ja, ja, also es ist schon momentan, also gerade so über das letzte halbe Jahr, sicherlich auch natürlich den Fördermaßnahmen im Namen geschuldet, haben wir unwahrscheinlich hohe Auftragseingänge, was Elektromobilität, auch alle Hersteller und auch Hybrid anbelangt. Also das ist immens. Aber du hast natürlich auch viele große Firmen, die einen großen Außendienst haben, der im Jahr 30.000, 40.000 Kilometer fährt. Ich weiß nicht, ob es da sonderlich ratsam ist. Das muss jeder für sich selber entscheiden, ein E-Auto zu fahren. diese großen Flotten, die fahren natürlich weiterhin Diesel, ja, weil es einfach wirtschaftlich ist und auch schnell geht. Muss man auch mal ganz klar sagen. Und das Netz ist ja auch noch nicht so, wie es vielleicht einmal in der Endphase sein sollte. Also es ist immer noch, also ein gutes Drittel, würde ich sagen, wird auch weiterhin, so wird es auch sein, eben im Grunde genommen fossil angetroffen werden, weil es auch, so sehe ich das, sinnvoll ist. Ja. Kann man Uwe Faeser irgendwann mal in einem E-Auto sehen? Also, ja, ich kann es mir nicht so richtig vorstellen. Vielleicht einmal, wenn ich jetzt einmal, ja, in der Stadt, aber ich habe also Schnee, also so richtig, jetzt fahren wir wieder nach Kroatien. War da so ein S5 Cabrio? Ja, weißt du, du musst da keine Gedanken. Das ist mutig mit mir, oder? Ja. Weißt du, musst da keine Gedanken machen. Also ich meine, das muss man mögen. Wie schon gesagt, da gibt es jetzt, da können wir jetzt noch zig Stunden philosophieren. Ja, klar. Also ich werde sicherlich die nächsten Jahre, oder ich kann mir auch nicht vorstellen, wir haben ja Lamborghini im Portfolio und ich fahre natürlich aus und so ein Lamborghini ab und zu mal. Ich kann mir keinen Sportwagen mit Elektro so richtig vorstellen. Also wenn ich jetzt so ein Urus, das ist dieser Geländewagen, wenn ich den bei mir in der Tiefgarage anmache, dann muss das nach Motor riechen und nach Benzin und dann muss im Grunde genommen der Sound da sein. Also ich mag das halt. Es gibt aber auch Leute, die sagen, Mensch, da legen wir keinen Wert drauf. Und vielleicht kommt der Urus irgendwann mal als voll elektrisches Auto. Das muss doch dann jeder für sich entscheiden, ob das richtig ist oder nicht. Ja, klar. bei dir ist es ja so, die Ziele der Faeser Kraftgruppe oder von dir auch als Unternehmer, die gehen ja auch schon sehr, sehr lange über die reine Wirtschaftlichkeit, über die hohen Gewinne hinaus. Du hast dich schon sehr, sehr früh in deiner Karriere für wohltätige Zwecke bemüht. Deswegen auch die Uwe Faeser Kinderstiftung. Vielleicht magst du da einfach mal erzählen, wie kam das zustande? Genau, also der Ansatz war natürlich der, ich bin ein sehr guter Freund von dem Alexander Boucher. Ich weiß nicht, ob dir der was sagt. Ja, klar. Das ist ja sehr bekannter Unternehmer und der hat auch den Stifterpreis alles bekommen. Und den habe ich eigentlich in seiner Stiftung immer im Grunde genommen unterstützt, über Jahre hinweg. Ich habe das schon immer gemacht. Und irgendwann habe ich gedacht, Mensch, komm, die Idee, warum mache ich das nicht selber? Und leider ist mein Cousin an Krebs gestorben. Und dann hat er in jungen Jahren und dann gesagt, Mensch, komm, gerade so Kinder und Therapien. Und da gibt es ja verschiedene Dinge, die auch die Krankenkassen, ob das jetzt Delfintherapie ist oder was auch immer. Und dann habe ich mich da ein bisschen mit beschäftigt und habe eben festgestellt, dass gerade die Kinder ja wenigstens dafür, in welchem Umfeld die aufwachsen,
Und dann habe ich eben damals gesagt, okay, diese Ubefeser Kinderstiftung habe ich eben dann vor 13 Jahren ins Leben gerufen und habe da klein angefangen. Die ist auch gemeinnützig. Ich habe da keinen Pfennig, also ich wickle alles über das Konto ab. Das macht bei mir eine Dame, die Frau Braun, und mache so. Und ich sammle relativ viel. Oder ich habe ja so ein kleines Museum, wenn wir da Museumsführungen machen. Oder auch meine ganzen Firmen, Weihnachten, die spenden alle für die Ubefeser Kinderstiftung. Und da kommt mittlerweile 70, 80, 90.000 Euro kommen da im Jahr zusammen. Und da habe ich ein richtig gutes Gefühl dabei. Und ich mache dann eben so, dass ich eben dieses Geld 1:1 dann hier in der Region ausschütte. Also mir ist eins wichtig. Viele Leute schreiben mich auch an und da gibt es eben die unterschiedlichsten Anfragen. Ich schaue mir jede Anfrage an und wenn ich eben dann entsprechende Anfragen habe, wo ich sage, Mensch, zum Wohl des Kindes, dann mache ich das auf jeden Fall. Mhm. Und meine Frau ist da auch sehr engagiert und ich habe vielleicht ein bisschen auch Glück gehabt im Leben, auch mit den Marken. Ich meine, der Volkswagen-Konzern hat sich auch toll entwickelt. Hätte man vielleicht eine andere Marke gehabt, wäre man vielleicht auch nicht ganz so erfolgreich gewesen. Also ein bisschen Glück auch, gehört ja auch mit dazu. Und ich habe Gott sei Dank zwei gesunde Eltern, eine gesunde Frau, meine Eltern, mein Vater ist jetzt 90 geworden, meine Mutter ist 87. Also wir haben auch in der Familie, wurden wir Gott sei Dank von bis auf meinen Cousin von Schicksalsschrägen im Grunde verschont. Und dann finde ich es auch nicht mehr wie in Ordnung, dass man wirklich einen Teil seines Ertrages oder auch meine Tantieme oder auch von den Autohäusern, die geben wir dann wirklich in die Ubefeser Kinderstiftung und leiten das wirklich 1:1. Ich war jetzt gestern zum Beispiel war ich in Auhof. Das ist in Hilboldstein, das ist eine Anstalt der Rummelsberger Anstalten. Da haben behinderte Kinder, haben dann im Grunde genommen für gewisse Leute gekocht, um halt ein bisschen was zu sammeln. Auch die habe ich richtig unterstützt, dass die entsprechende bessere Gerätschaften bekommen. Also ich habe da richtig gutes Gefühl dabei. Und wie schon gesagt, wenn man es im Alter langweilig wird, kann ich mir zwar nicht vorstellen, weil der Autoanteil wird jetzt immer weniger, ja. Dann kann ich mir auch echt vorstellen, dass ich das weiter ein bisschen aufbaue, weil ich da wirklich aber ein gutes Gefühl habe, wo ich sage, Mensch, komm, da tut man auch wirklich was Gutes. Ja. Tolle Sache. Auch wir übrigens bei Run, Stichwort Kinder unterstützen, sind gerade in den Endzügen in Kooperation mit der Stadt Nürnberg ein tolles neues Projekt für die Kinder dieser Stadt auf die Beine zu stellen. Deswegen seid da gespannt. Aber ja, tolle Sache, Uwe, bringt mich natürlich, gibt mir natürlich eine tolle Überleitung in den letzten Part dieses Podcasts, nämlich weg vom Business von der Feser Graf Gruppe über zu dir. Ne? Wie tickt Uwe Feser? Also ich merke schon, Kinder sind dir ein ganz, ganz besonderes Anliegen. Ganz klar. Also das ist dir sehr, sehr wichtig. Und was jetzt, glaube ich, auch schon die Hörer da draußen gehört haben, ist, du bist jetzt, ich meine, jeder CEO verfolgt ja so seinen eigenen Stil. Ne? Da gibt es welche, die gehen raus und sagen, hier bin ich und ich bin das Unternehmen und ich bin toll. Du bist da ja ein bisschen anders. Ne? Du das ist nicht so mein Ding. Genau, du willst hier schon eher so ein bisschen bedeckt halten. Ja, ne? Nein, ich meine, es ist so, es gibt ja viele, die eben da, also Selbstdarsteller, das ist nicht mein Ding, muss ich ganz ehrlich sagen. Freilich bin ich oft einmal wo eingeladen und dann hast du mal ein Bild in der Marlene oder was, ist doch gar keine Frage. Und das ist doch in Ordnung, ja. Und das gehört auch dazu. Aber ich möchte aber nicht unbedingt, dass im Fokus der Uwe Feser steht. Also das ist, ich meine, ich möchte eine vernünftige Unternehmensgruppe haben. Ich will, dass die Leute ja ein gutes Angebot haben. Wir haben über 5.000 Fahrzeuge im Angebot. Ich will, dass die faire, anständige Preise haben. Und was mir auch wichtig ist, die wissen, Mensch, da gibt es die Familie Feser oder Graf. Das soll nicht so anonym sein, wenn ich ein Problem habe. Mensch, dann rufe ich, und da habe ich viele, da rufe ich den Uwe Feser mal selber an oder was auch immer. Das ist mir wichtig, aber dass ich da wie manche mich da im Grunde genommen jeden zweiten Tag in der Zeitung sehe, das brauche ich auch 0,0. Mhm. Also auch meine Frau, mir liegen da keinen Wert drauf, muss ich ganz klar sagen. Ja, ist vielleicht auch so ein kulturelles Thema, ne? Weil ich meine, diese CEOs, die dann rausgehen und selbstdarstellerisch sein, ist ja oftmals so ein amerikanisches Ding. Ne? Also dort sieht man das ganz oft. In Deutschland vereinzelt auch, aber klar muss... Das muss ja jeder für sich selber wissen und ich meine, man muss immer, was will ich denn? Und ich meine, es sollte schon das eigentlich die Leistung und das Unternehmen im Vordergrund stehen. Und
Da gab es in der Vergangenheit mal einen Kollegen von einem Wettbewerber von mir aus München. Das war ja nicht mehr auszuhalten. Also das war ja, wo ich mir sagte, das ist schon peinlich. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist nicht meine Welt. Und Gott sei Dank sind auch meine Kinder nicht so, sowohl die Katrin auch Max. Wir sehen uns als ganz normale Leute, als Mittelständler und auch mein Freundes- und Bekanntenkreis, das sind wirklich ganz normal wie du und ich. Und das ist mir auch, und ich fahre auch in Urlaub wahrscheinlich dahin, wo du auch hinfährst. Also ich mache auch ganz normale Urlaube, alles. Also ich finde, man muss schon immer wissen, Mensch, wo man natürlich dann auch herkommt. Ja, klar. Ja, klar. Macht ja auch sympathisch. Jetzt könnte man meinen, nachdem du dich 2015 so ein bisschen rausgenommen hast aus der Firma, dass das dann erst so kam, ne? Dass man sagt, so, da hast du diesen Stil entwickelt, weil du jetzt sagst, okay, jetzt läuft's. Aber ich habe einen Artikel rausgekommen von 2009. Da wurde über dich berichtet und zwar ging es damals schon darum, dass das Geschäftsjahr mit 15.000 verkauften Neuwagen und 17.000 Gebrauchtwagen sehr, sehr gut lief. Aber du hast dann gesagt, nee, ich schätze mich nur glücklich, dass meine Familie und ich gesund sind, dass wir zufrieden sind und keine größeren Sorgen haben. Also, das ist doch am Ende des Tages auch das Wichtigste. Ich meine, es ist doch schön, wenn ich, 65.000 Autos verkaufe und da freue ich mich auch. Und wenn das Jahr vorbei ist, dann fängt es wieder von neuem an. Ja. Und ist es denn, also man soll sich da auch nicht, ich meine, freilich bist du in der Tretmühle drin und der Hersteller und Marktanteil und. Aber ich glaube, also das gehört jetzt nicht unbedingt zum Glücklichsein dazu. Also ich finde es viel wichtiger, also so sehe ich das, bin ja ein paar Jährchen älter. Wenn ich jetzt zurückschaue, dann gibt es eigentlich zwei Dinge oder eigentlich drei. Einmal ist es die Familie, was man miteinander erlebt hat. Das ist mir total wichtig. Ich habe jetzt dann meinen 34. Hochzeitstag habe ich dieses Jahr. Also das zeigt ja auch, dass ich mich mit meiner Frau da super klarkomme. Wir haben viele Gemeinsamkeiten. Und dann ist sicherlich das Geschäft, das gehört mit dazu, Mittel zum Zweck, auch keine Frage, das brauchen wir. Und wenn ich mir zurückschaue, so die letzten 30 Jahre, dann fallen mir sehr viel. Ich reise sehr gerne. Also es gibt viele Orte auf der Welt, wo ich schon war. Also mein großes Hobby ist Reisen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, so wenn ich es immer so zurückblicke und schaue mir die Bilder an mit der Familie, mit den Kindern und wo wir auf der Welt schon überall waren oder mit meinen Spätzle so oft war ich schon unterwegs, dann finde ich das erfüllend, dass ich sage, Mensch, komm, man hat schon auch oft von der Welt viel gesehen. Und da habe ich jetzt auch im Alter, habe ich eigentlich da mehr Spaß, mir ein bisschen was anzuschauen, egal wo. Und das Geschäft, wie schon gesagt, das muss sein, gar kein Thema. Und wenn ich natürlich, was weiß ich, wieder ein paar Autos mehr verkaufe, dann freut mich das. Aber der Lebensinhalt, der sollte schon, sagen wir mal, die Familie sein und eben, Mensch, was macht einen? Das ist ja alles endlich, weil es eine gewisse Zeit auf dem Planeten und jeder sollte natürlich auch das machen, was ihm Spaß macht. Und wie schon gesagt, ich reise unwahrscheinlich gerne und das wäre ich auf jeden Fall, was ich nur alles vorhab, die nächsten 2-3 Jahre, wo ich eben noch unbedingt nochmal hin möchte, das forciere ich und es macht mir momentan schon großen Spaß, obwohl ich auch noch Freude am Autohaus habe, gar keine Frage. Ja. Aber dieses Operative, ich meine, das tritt natürlich ein bisschen zurück, ist ja auch verständlich. Sollte ja auch so sein. Jetzt denke ich, weiß jeder, dass diese Automobilbranche mitunter ja nicht unbedingt die einfachste ist, in der man als Unternehmer irgendwie reingehen kann. War es jetzt bei dir so über die Jahre hinweg, dass es vielleicht auch mal schwierig war, diese sympathische Persönlichkeit dir beizubehalten, dass man sagt, wenn es so richtig, ne, also wenn es so richtig tough wird, ne, wenn da vielleicht mal Umstände sind, dass man sagt, ja, okay, da muss man vielleicht mal Ellenbogen ausfahren? Es ist so, was das Wichtige ist, du darfst es nicht alles so tierisch ernst sehen. Ich meine, du kannst doch nicht den ganzen Tag, kannst du doch nicht ärgern. Die Hersteller werden immer komplizierter und schwieriger. Die Kunden werden auch nicht einfacher. Der Mitarbeiteranspruch, es ist doch im Grunde genommen, ich bin da immer mittendrin. Man darf sich einfach nicht so verrückt machen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, oder auch von, wie so Mensch Uwe und von der Expansion. Die Leute, und das kannst du mir glauben, sind auf mich zugekommen und sagen, Mensch Uwe, wie sieht's aus? Also ich bin jetzt auch nicht auf große Expansion weiterhin gebürstet. Wenn sich was ergibt und es ist vernünftig und ich habe ein gutes Gefühl oder jetzt dann meinen Kindern, dann kann man das machen.
und wenn nicht, eben nicht. Und das Autogeschäft ist sicherlich schwierig, aber dass ich mich jetzt da groß ärgere, ich kann es doch am Ende, kann es doch eh nicht ändern. Oder wenn du mal einen Kunden verlierst, ja Mensch, dann verlierst du mal, weil da nimmt ja die Loyalität auch ab, aber auch das die Markenloyalität nimmt ab und auch die Händlerloyalität. Mensch, da verlierst du mal eine Firma, dann gewinnst du mal wieder eine. Mensch, also auch da ärgere ich mich auch. Also wenn ich abends, schaut, meine Frau, die ist jetzt schon, die ist schon in Urlaub vorgefahren, die Frau, wenn sie kennenlernt, wenn ich abends nach Hause komme, ich bin um 18 Uhr zu Hause, meine Frau merkt nicht, ob der Uwe Faeser einen tollen Tag hatte oder ob er mal wirklich, manchmal ist ja so Tage, da klappt ja nichts, da haut ja gar nichts hin. Das ist halt bei mir, ich gehe da nach Hause, das ist halt so. Also ich bin da sehr gelassen, okay, und wirklich cool, sagt man wahrscheinlich. Ja, ja. Also da habe ich nicht das große Problem und ich ärgere mich da auch nicht groß. Also ich bin keiner, der sich groß über was ärgert. Null, ja, wirklich nicht. Wie schaffst du das, das so krass zu trennen? Vor allem, wenn du sagst, du kommst nach Hause und dann kannst du das so ganz klar trennen, privat, ja, und voll, und arbeiten. Ne? Ich kann da abschalten, ich schlafe auch fast ein bisschen zu gut, also ich schlafe fast jeden zweiten Tag am Sofa ein. Also das muss ich ganz klar sagen. Also es gibt ja so Leute und das ist eine Gabe. Das muss ich ganz klar sagen. Ich sehe das ja auch bei meinen Geschäftsführungen oder bei Freunden. Es gibt viele Unternehmer, die nehmen sich das zu Herzen, tun ihre Sorgen mit in die Familie reintragen. Das hast du ja häufig, machen sich da verrückt, haben Existenzängste. Es gibt viele, also die steigern sich da richtig rein, auch in meinem Freundeskreis und teilweise werden dann auch krank, muss man auch mal ganz klar sagen. Das habe ich nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Es läuft vernünftig, es haut hin. Du hast Jahre, die sind ein bisschen leichter, du verdienst vielleicht auch mal mehr. Momentan mit diesen ganzen Lieferzeiten ist sicherlich ein bisschen ärgerlich. Aber was sollst du dich denn davon groß für, oder auch Mitarbeiter, da gibt es ein paar Enttäuschungen. Ja, du kannst es doch im Endeffekt eh nicht ändern. Also das ist mir auch gegeben, auch von meinem Vater schon und meinem Opa, die waren genauso. Und mein Max ist auch so und meine Katrin. Also wir sind da sehr, man sagt, belastbar. Also ich habe da keine, also ich bin da wirklich, also das Einzige, wo ich wirklich, wo was schlimm wäre, wenn es mit der Familie was wäre, dass irgendwie eine schlimme Krankheit meine Frau oder meine Kinder hätten oder bei mir im Umfeld, das würde mich sicherlich arg belasten, wie wahrscheinlich jeden. Mhm. Aber ich meine, aber das Geschäftliche, also da muss ich ganz klar sagen, sicherlich nicht, weil ich ja trotzdem, und das hat man sich erarbeitet, natürlich auch eine gewisse Größen habe, Ordnung habe und natürlich auch entsprechende Kapitalausstattung, wo ich jetzt auch mal keine Existenzängste natürlich haben muss. Ja, ich meine, ich habe natürlich viele Unternehmer auch, die sich selbstständig machen und wie geht's? Das muss man natürlich auch fairerweise sagen. Ich meine, der Opa hat sich, wie wir gesagt haben, 29 selbstständig gemacht. Das ist natürlich jetzt ein Unternehmen, das es natürlich schon über 90 Jahre gibt. Und da ist natürlich schon auch eine Substanz da. Und wenn es eben mal eine rezessive Phase kommt, und die wird kommen, machen wir uns nichts vor, wir gehen da sicherlich jetzt nicht so tollen Zeiten entgegen. Das ist einfach so. Und ja, Mensch, dann ist es halt so, dann verdient man halt einmal weniger. Ja, ja. Wichtig ist eben, dass du die Leute, und die verlassen sich ja auch auf mich, dass du die Leute, ich habe noch nie im Grunde genommen einen Mitarbeiter entlassen wegen solchen Dingen. Wichtig ist, dass auch die Mitarbeiter sagen, Mensch, ich kann mich auf den Beis oder auf den Agrar verlassen. Wir lassen unser Geld im Unternehmen. Und das ist natürlich auch beruhigend, sowohl für die Leute, ist auch natürlich für einen selber, dass man sagt, Mensch, wenn man halt einmal ein Jahr weniger verdient oder vielleicht verdient man auch mal gar nichts, vielleicht kommen solche Zeiten auch mal, gibt Schlimmeres. Ja, ich meine, klar, du hast jetzt die finanzielle Freiheit, ne? Klar, du hast es gerade gesagt, ne? Wenn das Geschäft gut läuft und man hat halt irgendwo Reserven, ne? Und man muss sich da keine Angst machen um eben so Existenzen und so, dann gibt es einem die Freiheit eben zu sagen, ich gehe da relativ locker an die Geschichte ran. Andersrum muss man ja auch sagen, es gibt einige, vor allem Gründer, die in viel Geld reingesteckt haben. Ganz klar. Und dann natürlich eine andere Perspektive auf das Thema haben und dann sagen, erst wenn es finanziell läuft, gebe ich mir Raum, um mich selber zu kümmern, obwohl es eigentlich andersrum sein müsste. Nein, das ist doch auch verständlich. Ja, da muss
muss man natürlich schon sehen, da gibt es natürlich Unternehmen in jeder Branche, wo natürlich sehr viel Tradition da ist. Aber mir ist jetzt ja schon der Großvater, der Vater, ich, das ist jetzt die vierte Generation. Und wenn man natürlich dann, und alle kennt man, das ist ja nicht die Leistung von Uwe Faeser, sondern von Generationen auch davor. Und wenn eben du dann natürlich ein mittelständisches Unternehmen hast, es gibt ja viele Unternehmen in Nürnberg, sagen wir so alte Firmen, wo du sagst, Mensch, die sind schon ewig am Markt, die würden was falsch gemacht haben, wenn die im Grunde genommen nicht vernünftig ausgestattet werden. Und da gibt es natürlich, und da hast du recht, natürlich schon, wenn du natürlich jetzt heute selbstständig machst, du machst da Gedanken und kriegst von der Bank kein Geld und wie geht es weiter und was ist, wenn nicht, und Familie, das ist schlimm, und ich kriege das ja oft auch dann bei Kunden mit oder bei Jungunternehmern. Das muss man ganz klar sagen, das ist einfach so, und da, die sehen das natürlich jetzt momentan anders wie ich. Die müssen natürlich von früh bis abend buckeln und müssen schauen, dass das läuft, und wenn das dann einmal läuft, dann haben die natürlich mal Zeit zu sagen, okay, was ist mein nächstes Urlaubsziel? Ja, genau. Das ist einfach so. Da muss man auch fair sein. Aber mein Opa, die haben auch mal angefangen, und es war bestimmt auch schwierig und alles. Und da habe ich natürlich einen Vorteil. Oder natürlich jetzt mal die nächste Generation. Und das ist natürlich in vielen Unternehmen so, wenn natürlich dann die nächste Generation da ist und da ist eine gewisse Substanz da, dann tun die jungen Leute sich auch leicht, und es ist ja auch toll, dass das so ist. Genau. Ja, klar. Uwe, vielleicht abschließend letzte Frage für heute. Jetzt hast du gerade das Thema Urlaubsziele angesprochen. Was ist denn das nächste große Urlaubsziel? Also jetzt habe jetzt einiges geplant. Also mein nächstes Urlaubsziel, ich fahre jetzt heute Abend, da trifft sich die ganze Familie nach Kroatien, da haben wir ein Haus, haben wir da ein großes gemietet, da treffen wir. Ich bin jetzt 14 Jahre in Kroatien. Dann mache ich gleich kurz drauf einen, das hat sich meine Frau gewünscht, ein Cabrio-Tipp bis nach Capri runter. Okay. Dann muss ich wieder mal, muss ich ein bisschen was arbeiten wieder. und dann, wenn das die Pandemie zulässt, das muss man auch mal ganz klar sagen, ich habe es noch nicht geschafft. Ich war und meine Frau, wir waren noch nie in Japan. Okay. Und da ist ja diese Kirschblüte sehr bekannt. Und die ist, glaube ich, im Februar, März. Und das nächste Fernziel ist, dass man im Grunde genommen Kirschblüte uns anschauen, und dass diese alte Kaiserstadt Kyoto, also das Japan ist so, sagen wir, das nächste größere Ziel. Und jetzt ich habe jetzt so eine Frankreich-Rundreise gemacht, erst vor 4 Wochen war in Biarritz. Und momentan macht man wirklich so Europa unsicher. Und wenn das auch mit der Pandemie und alles, hoffentlich alles ein bisschen besser wird, dann gibt es so 2, 3 Ziele, wo man sagt, Mensch, komm, die wollen wir uns noch anschauen. Viel unterwegs. Viel unterwegs. Viel noch auf der Bucketlist. Genau, naja, solange es geht, irgendwann brauchst du nicht mehr reisen. Das ist ja auch, davon machen wir uns nichts vor. Du hast ja dann irgendwann, kommt ja mal, ich habe das bei meinem Vati gesehen, wie schon gesagt, der ist 90, irgendwann kommt natürlich auch mal der Zeitpunkt, wo du manche Sachen einfach nicht mehr machen kannst. Ich war zum Beispiel vor 2 Jahren mit meinen Kumpels, es war wunderschön in Patagonien, das war toll, aber das war schon echt anstrengend. Das brauchst du mit 70 wahrscheinlich nimmer machen. Oder wir machen immer Hochseefischen in Costa Rica mit meinen Spezels. Das ist ja alles auch endlich. Und jetzt gibt es halt ein paar Dinge, die würde ich gerne noch machen, weil es mich interessieren. Und dann gibt's da was, und dann werde ich wahrscheinlich mit, wenn ich dann einmal älter bin, dann gehe ich nach Bad Wörishofen ins Heilbad. Aber dann möchte ich mir nicht den Vorwurf machen, so sagen, Mensch, komm, hätte ich mir das einmal angeschaut, sondern ich möchte mal halt jetzt hoffentlich toi, 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 gesund müssen wir alle bleiben, möchte ich mir halt noch ein bisschen was anschauen, weil es mich halt einfach auch interessiert, und das ist ja interessant, andere Kulturen, du siehst die Welt natürlich, zum Beispiel ich war, und dann schließt man das vielleicht kurz ab, ich war in Kiew schon 2 Mal, Also ich habe mir da schon mal ein Bild gemacht, auch mal, was das für wunderschöne Städte sind. Also auch die Leute. Wenn du natürlich in Kiew und wenn du da schon rumgefahren bist, dann siehst du natürlich manche Dinge, wenn du in einem Land schon warst, siehst du auch mit ganz anderen Augen. Was da für wunderschöne Kulturdenkmäler, die haben wunderschöne, auch so alte Kirchen. Also traumhaft, was da vernichtet wird, wo ich sage, das ist ein Wahnsinn, was da momentan abläuft, nicht nur menschlich, sondern auch kulturell. Und ich finde es halt schön, wenn man sich
von der Welt und jeder hat so seine Hobbys und mein Hobby ist eben Reisen und das möchte ich eben, das habe ich schon immer die letzten 30 Jahre gemacht, muss ich auch ganz ehrlich sagen, ja. Aber jetzt habe ich halt dann noch mehr Zeit dafür. Ja. Wünsche ich dir schon mal viel Spaß, auch bei der Geburtstagsfeier. Ja, danke schön. Danke, dass du die Zeit genommen hast für den Podcast heute. Ich hoffe, alle Hörer da draußen hatten Spaß und haben das eine oder andere mitgenommen. Uwe, ich danke dir. Bis dann. Also, danke, gesund bleiben und dir natürlich viel Erfolg. Vielen Dank. Bis dann. Ciao.